Also der Wunsch, Künstler zu sein, das war nicht ein konkreter Wunsch, den ich mich mag erinnern, dass ich gesagt habe, das will ich, sondern ich denke, das hat sich mehr ergeben im Verlauf der Zeit. Es ist dann gerade so eine Bewegung in Zürich losgegangen, der Punk ist ein Thema gewesen. Und ich habe mit ein paar Freunden zusammen eine Punkband gehabt und habe dann etwa zwei Jahre lang, also noch nicht Malerei gemacht, nicht in dem Sinn klassische Kunst, sondern wir sind mit dieser Band unterwegs gewesen. Ja, die wichtigste Station in meinem künstlerischen Arbeiten ist sicher eine Art die Stipendienaufstellung, die es halt dann gegeben hat, wo man die Möglichkeit hatte, Werkgruppen zu zeigen, wo man sich auch gesehen hat neben anderen Künstlern und Künstlerinnen, wo dann auch Leute aufmerksam geworden sind, wo auch Sammler gekommen sind, Galeristen, Galeristinnen. Und aus dem heraus ist dann schon bald einmal die Möglichkeit gekommen, im Kunstmuseum Olten eine erste Einzelausstellung zu machen, wo ich mal einen grösseren Überblick machen konnte. Ich glaube, das war ein wichtiger Punkt. Ich habe nur am Anfang, in der ersten Phase, in den 80er Jahren, konnte ich von der Kunst leben, wo wir dann eine Familie waren. Ab dann war es schwierig. Ich hatte nicht konstant immer Ausstellungen. Und dann kam das Angebot von der Schule für Gestaltung, also der Kunstgewerbeschule, dass ich dort Unterricht geben kann. Und das hat die ganze Situation natürlich für mich erleichtert, dass ich nicht ständig dem Druck ausgesetzt war und auch die Freiheit hatte, mich um Themen zu kümmern, die vielleicht nicht in erster Linie rentabel waren. Es ist dann die Zeit gekommen, als der Computer aufgetaucht ist. Am Anfang habe ich mich gesträubt dagegen und dachte, ich mache nur Malerei. Und wo dann aber das immer mehr das Feld aufgegangen ist, habe ich dann mich dort eingearbeitet. Und das war eine enorme Bereicherung, was ich über die Möglichkeiten, die dort zur Verfügung gestanden sind, alles auch machen konnte. Inhaltlich und technisch auch. Es war schon so, dass ich eher wollte, möglichst die Grenzen sprengen und Sachen, die mir nicht zustehen, zu machen. Oder wo ich denke, das ist jetzt nicht das Feld für mich, genau darum das auszuprobieren. Und das hat sich eigentlich immer wieder bewahrheitet, dass wenn ich über die Grenzen ausgegangen bin, dann wieder etwas zurückgekommen ist und mit der Zeit sich trotzdem ein roter Faden gebildet hat im ganzen Werk. Warum dass es von der Zweidimensionalität ins Räumliche gegangen ist. Ein wichtiger Grund war eigentlich der, dass in den Ausstellungsräumen selber, sei es eine Galerie oder ein Museum oder ein Offspace, der hat danach gerufen. Es ist wie nötig, dass man diesen Raum bespielt hat, dass man nicht einfach hingegangen ist und ein Bild draufgehängt hat, sondern dass ich auf diesen Raum reagieren und so weit eigentlich einen Raum ausgebaut habe. Also das ist oft von der Lokalität selber her. Eigentlich hat mich das wie angesprochen. Und das habe ich dann so angefangen weiterentwickeln. Das ist jetzt gerade bei dieser Ausstellung, die ich für Zofingen am Entwickeln bin, mit dem Titel Raumgebung. Das war einmal eine Setzung. Aber was ich konkret damit mache, das ist jetzt eigentlich ganz offen. Und der Ansatzpunkt mit der Industrie, das hat dazu geführt, dass ich Spurensuche gemacht habe in diesem Quartier.
Und für das hat sich die Zeichnung sehr gut geeignet, mit der Zeit natürlich Umsetzungen im Atelier. Aber die Zeichnung war einfach ein ideales Medium, um überhaupt die Entdeckungen irgendwie zu notieren. Was bedeutet für mich Erfolg? Ja, Erfolg ist ja auch gekoppelt mit dem, dass man wahrgenommen wird, dass die Leute etwas sehen oder hören von einem und dann ein Dialog entsteht und man aufgrund von dem vielleicht auch wieder weiterkommt oder vielleicht auch einen Rückschlag hat. Aber ohne das Feedback ist es vielleicht, geht schon auch, aber wäre schwieriger können, sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Ob es irgendwann mal an einen Punkt kommt, wo ich sage, ja, jetzt muss ich eigentlich nichts mehr machen, jetzt ist eigentlich das Wichtigste gemacht, ist im Moment nicht absehbar. Und wenn das kräftemässig möglich ist, werde ich diesen Themen weiterhin angehen, wo überall rum sind eigentlich. Und dann sagt man, ja, ich glaube, das mache ich einfach weiter.